Stammten. To come from. Where did the Teutons come from? A. From southern Germany and Switzerland. B. From east. Germany and Poland. C. From northern Germany and Denmark. Woher stammten die Teutonen? A. Aus Süddeutschland und der Schweiz. B. Aus Ostdeutschland und Polen. C. Aus Norddeutschland und Dänemark. Der Fernseher parat. The TV. Turn off the radio and turn on the TV. Stell doch mal das Radio ab. Und den Fernsehapparat an. Das Finanzamt. The Tax Office. In fact, I come from the tax office and have to talk to you a bit. In Wahrheit komme ich nämlich vom Finanzamt und muss mich mit Ihnen ein bisschen unterhalten. Die Zauberflöte. The Magic Flute. Which of the following operas did Beethoven compose? A. Fidelio. B. The Magic Flute. C. The Merry Widow. Welche der folgenden Opern komponierte Beethoven? A. Fidelio. B. Die Zauberflöte. C. Die lustige Witwe. Langweilen. To be bored. Among them was a single woman who seemed bored. Unter ihnen war eine einzige Frau, die sich zu langweilen schien. Erstaunlich. Amazing.
Yes, quite right. But it's amazing that you still remember the code. Ja, ganz richtig. Aber es ist erstaunlich, dass du dich noch an den Mantel erinnerst. Damals. Then. You were only 8 years old at the time. Du warst damals erst 8 Jahre alt. Beeindruckender. More impressive. However, what she has accomplished in her life is even more impressive. Allerdings ist das, was sie in ihrem Leben geleistet hat, noch beeindruckender. Träumen. To dream. He thought he was dreaming, but when he saw the swan feather coat she was wearing, he was certain. Er glaubte zu träumen, aber als er den Schwanenfedermantel sah, den sie trug, war er sicher. Allerdings. However. However, what she has accomplished in her life is even more impressive. Allerdings ist das, was sie in ihrem Leben geleistet hat, noch beeindruckender. Nackt. Naked. When she opened her coat, one first thought she was naked underneath. Wenn sie ihren Mantel aufgemacht hat, hat man zuerst gedacht, sie ist nackt darunter. Der Schwanenfedermantel. The swan feathers coat. Oh yes, now I know who she is. She wore the swan feather coat that we saw in the film museum. Ach ja, jetzt weiß ich, wer das ist. Ihr hat der Schwanenfedermantel gehört, den wir im Filmmuseum gesehen haben. Darunter. Underneath.
When she opened her coat, one first thought she was naked underneath. Wenn sie ihren Mantel aufgemacht hat, hat man zuerst gedacht, sie ist nackt darunter. Der Fall. The case. It wasn't me anyway. Ich war es auf alle Fälle nicht. Vertraulich. Confidential. It's confidential, I can only tell him personally. Das ist vertraulich, das darf ich ihm nur persönlich sagen. Beeindruckend. Impressive. Yes, that was impressive. Ja, das war beeindruckend. Die Verwechslung. The confusion. A confusion was impossible. Eine Verwechslung war unmöglich. Die Verwechslung. The confusion. A confusion was impossible. Eine Verwechslung war unmöglich. Rauchig. Smoky. Good evening, she said in her smoky voice, may I sit with you? Guten Abend, hatte sie mit ihrer rauchigen Stimme gesagt. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Rauchig. Smoky. Good evening, she said in her smoky voice, may I sit with you? Guten Abend, hatte sie mit ihrer rauchigen Stimme gesagt. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Leicht. Light. She
She spoke fluent German, but with a slight American accent. Sie sprach fließend Deutsch, aber mit leichtem amerikanischen Akzent. Leicht. Light. She spoke fluent German, but with a slight American accent. Sie sprach fließend Deutsch, aber mit leichtem amerikanischen Akzent. Vorsichtig. Cautious. He moved cautiously in bed and said to the woman whose blonde hair was tickling his nose, "Marlene, darling." Vorsichtig bewegte er sich im Bett und sagte zu der Frau, deren blonde Haare ihn an der Nase kitzelten, "Marlene, Liebling." Vorsichtig. Cautious. He moved cautiously in bed and said to the woman whose blonde hair was tickling his nose, "Marlene, darling." Vorsichtig bewegte er sich im Bett und sagte zu der Frau, deren blonde Haare ihn an der Nase kitzelten, "Marlene, Liebling." Das Bett. The bed. He moved cautiously in bed and said to the woman whose blonde hair was tickling his nose, "Marlene, darling." Vorsichtig bewegte er sich im Bett und sagte zu der Frau, deren blonde Haare ihn an der Nase kitzelten, "Marlene, Liebling." Das Bett. The bed. He moved cautiously in bed and said to the woman whose blonde hair was tickling his nose, "Marlene, darling." Vorsichtig bewegte er sich im Bett und sagte zu der Frau, deren blonde Haare ihn an der Nase kitzelten, "Marlene, Liebling." Der Vorteil.
The advantage. The advantage of flexible working hours. Der Vorteil flexibler Arbeitszeiten. Der Vorteil. The advantage. The advantage of flexible working hours. Der Vorteil flexibler Arbeitszeiten. Davon. Of that. Fresh air. There is enough of that in the cold outside. Frische Luft. Davon gibt es draußen genug bei der Kälte. Davon. Of that. Fresh air. There is enough of that in the cold outside. Frische Luft. Davon gibt es draußen genug bei der Kälte. Die Kälte. The cold. Fresh air. There is enough of that in the cold outside. Frische Luft. Davon gibt es draußen genug bei der Kälte. Die Kälte. The cold. Fresh air. There is enough of that in the cold outside. Frische Luft. Davon gibt es draußen genug bei der Kälte. Das Sauwetter. The bad weather. I'm not going out in the bad weather, I'm already cold in here. Ich gehe bei dem Sauwetter nicht raus. Mir ist hier drinnen schon kalt. Das Sauwetter. The bad weather.
I'm not going out in the bad weather, I'm already cold in here. Ich gehe bei dem Sauwetter nicht raus. Mir ist hier drinnen schon kalt. Drinnen. Inside. I'm not going out in the bad weather. I'm already cold in here. Ich gehe bei dem Sauwetter nicht raus. Mir ist hier drinnen schon kalt. Drinnen. Inside. I'm not going out in the bad weather, I'm already cold in here. Ich gehe bei dem Sauwetter nicht raus. Mir ist hier drinnen schon kalt. Hausgemachte. Homemade. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Hausgemachte. Homemade. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Die Kartoffelknödel. The potato dumplings. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt?
Die Kartoffelknödel. The potato dumplings. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Geweckt. Awakened. After a quarter of an hour. Where are you? I woke you up a quarter of an hour ago. Nach einer Viertelstunde? Wo bleibt ihr denn? Ich habe euch vor einer Viertelstunde geweckt. Gewöhnen. To accustom. It is not always easy to get used to other ways of life. Es ist nicht immer leicht, sich an andere Lebensarten zu gewöhnen. Das Weißbier. The wheat beer. We drink one or, better still, two wheat beers. Wir trinken ein oder besser noch zwei Weißbier dazu. Die Kälte. The cold. Fresh air. There is enough of that in the cold outside. Frische Luft, davon gibt es draußen genug bei der Kälte. Aufwachen. To wake up. He woke up at 4:30. But fell asleep again straight away. Er ist 4:30 aufgewacht, aber gleich wieder eingeschlafen. Rauchig. Smoky.
Good evening, she said in her smoky voice, may I sit with you? Guten Abend, hatte sie mit ihrer rauchigen Stimme gesagt. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Raus. Out. Get out of bed, otherwise I can't take you to school. Los, raus aus den Betten, sonst kann ich euch nicht in die Schule mitnehmen. Einzig. Only. She was the only South German among the people who were invited. Sie war die einzige Süddeutsche unter den Leuten, die eingeladen waren. Die Kartoffelknödel. The potato dumplings. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Leicht. Light. She spoke fluent German, but with a slight American accent. Sie sprach fließend Deutsch. Aber mit leichtem amerikanischen Akzent. Darüber. About that. You don't seem to be happy about it. Haven't you settled in well here? Sie scheinen darüber nicht glücklich zu sein. Haben Sie sich hier nicht gut eingelebt? Mitnehmen. To take with. Get out of bed, otherwise I can't take you to school. Los, raus aus den Betten, sonst kann ich euch nicht in die Schule mitnehmen. Die Verwechslung.
The confusion. A confusion was impossible. Eine Verwechslung war unmöglich. Schlagen. To beat, to defeat. There the Germans Hermann, the Romans called him Arminius, defeated the Romans with a little thought. Dort hat nämlich der Germane Hermann, die Römer nannten ihn Arminius, mit ein bisschen Überlegung die Römer geschlagen. Einladen. To invite. She was the only South German among the people who were invited. Sie war die einzige Süddeutsche unter den Leuten, die eingeladen waren. Die Lebensart. The way of life. Oh. I quickly got used to the Bavarian way of life. Oh, ich habe mich schnell an die bayerische Lebensart gewöhnt. Empfehlen. To recommend. I can only recommend you to spend your next vacation in Germany. Ich kann Ihnen nur empfehlen, auch Ihre nächsten Ferien in Deutschland zu verbringen. Zwar. Though. I still don't wear short lederhosen. But I don't want to do without white sausages or pork shanks. For example. Ich trage zwar immer noch keine kurzen Lederhosen, aber zum Beispiel auf Weißwürste oder Schweinshaxen möchte ich nicht mehr verzichten. Der Vorteil. The advantage. The advantage of flexible working hours. Der Vorteil flexibler Arbeitszeiten. Langweilig.
Boring. I found it pretty long, if not to say boring. Ich habe ihn ziemlich lang gefunden, um nicht zu sagen langweilig. Wecken. To wake up. Can you wake me up please at 6:45 tomorrow morning? Können Sie mich bitte morgen früh 6:45 wecken? Ebenso. As well. She said, if all the neighbors are German, I can stay in Germany as well. Sie sagte, wenn alle Nachbarn Deutsche sind, kann ich ebenso gut in Deutschland bleiben. Hausgemachte. Homemade. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Sonst? Otherwise. Get out of bed, otherwise I can't take you to school. Los, raus aus den Betten, sonst kann ich euch nicht in die Schule mitnehmen. Das Bett. The bed. He moved cautiously in bed and said to the woman whose blonde hair was tickling his nose, Marlene, darling. Vorsichtig bewegte er sich im Bett und sagte zu der Frau, deren blonde Haare ihn an der Nase kitzelten, Marlene, Liebling. Gleich. Equal. An interesting program about Austrian literature is about to arrive.
Gleich kommt eine interessante Sendung über die österreichische Literatur. Drinnen. Inside. I'm not going out in the bad weather, I'm already cold in here. Ich gehe bei dem Sauwetter nicht raus. Mir ist hier drinnen schon kalt. Das Sauwetter. The bad weather. I'm not going out in the bad weather, I'm already cold in here. Ich gehe bei dem Sauwetter nicht raus. Mir ist hier drinnen schon kalt. Verzichten. To do without. I still don't wear short lederhosen. But I don't want to do without white sausages or pork shanks, for example. Ich trage zwar immer noch keine kurzen Lederhosen, aber zum Beispiel auf Weißwürste oder Schweinshaxen möchte ich nicht mehr verzichten. Eklig. Disgusting. What? Do you eat this pork? That it's disgusting. Was? Sie essen diese Schweinereien? Das ist ja eklig. Gut. Well. She said, if all the neighbors are German, I can stay in Germany as well. Sie sagte, wenn alle Nachbarn Deutsche sind, kann ich ebenso gut in Deutschland bleiben. Einschlafen. To fall asleep. Don't you feel like getting up or did you just fall asleep again? Habt ihr keine Lust aufzustehen oder seid ihr einfach wieder eingeschlafen? Vorsichtig. Cautious.
He moved cautiously in bed and said to the woman whose blonde hair was tickling his nose, "Marlene, darling." Vorsichtig bewegte er sich im Bett und sagte zu der Frau, deren blonde Haare ihn an der Nase kitzelten, "Marlene, Liebling." Davon. Of that. Fresh air. There is enough of that in the cold outside. Frische Luft, davon gibt es draußen genug bei der Kälte. Beeilen. To hurry up. Hurry up, please. We have to go in 5 minutes. Beeilen Sie sich bitte. Wir müssen in 5 Minuten los. Verwechseln. To mistake. I think you are mistaking this man for another. Ich glaube, Sie verwechseln diesen Mann mit einem anderen. Gefüllt. Filled. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Gefüllt. Filled. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt?
Die Leberwurst. The liver sausage. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Die Leberwurst. The liver sausage. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Der Daumen. The finger. Keep your fingers crossed that it goes on like this. Drück die Daumen, dass es so weitergeht. Der Daumen. The finger. Keep your fingers crossed that it goes on like this. Drück die Daumen, dass es so weitergeht. Der Stau. The traffic jam. If there is no traffic jam, we will be on the beach in 5 hours. Wenn kein Stau kommt, sind wir in 5 Stunden am Strand. Der Stau. The traffic jam. If there is no traffic jam, we will be on the beach in 5 hours. Wenn kein Stau kommt, sind wir in 5 Stunden am Strand. Der Strand. The beach.
If there is no traffic jam, we will be on the beach in 5 hours. Wenn kein Stau kommt, sind wir in 5 Stunden am Strand. Der Strand. The beach. If there is no traffic jam, we will be on the beach in 5 hours. Wenn kein Stau kommt, sind wir in 5 Stunden am Strand. Die Raststätte. The rest stop. You, Carl, I know it's not the moment, but can you please stop at the next rest area? Du Karl, ich weiß, es ist nicht der Moment, aber kannst du bitte an der nächsten Raststätte kurz anhalten? Die Raststätte. The rest stop. You, Carl, I know it's not the moment, but can you please stop at the next rest area? Du Karl, ich weiß, es ist nicht der Moment, aber kannst du bitte an der nächsten Raststätte kurz anhalten? Nötig. Necessary. Is that really necessary? I've been driving an average of 150 since we've been on the highway. Ist das wirklich nötig? Seit wir auf der Autobahn sind, fahre ich im Schnitt 150. Nötig. Necessary. Is that really necessary? I've been driving an average of 150 since we've been on the highway. Ist das wirklich nötig? Seit wir auf der Autobahn sind, fahre ich im Schnitt 150. Der Schnitt. The average. Is that really necessary?
I've been driving an average of 150 since we've been on the highway. Ist das wirklich nötig? Seit wir auf der Autobahn sind, fahre ich im Schnitt 150. Der Schnitt. The average. Is that really necessary? I've been driving an average of 150 since we've been on the highway. Ist das wirklich nötig? Seit wir auf der Autobahn sind, fahre ich im Schnitt 150. Verrückt werden. Getting crazy. It is to become crazy. As soon as we get on the highway, everyone has to go to the bathroom. Es ist zum Verrücktwerden. Sobald wir auf die Autobahn kommen, muss alle Welt aufs Klo. Verrückt werden. Getting crazy. It is to become crazy. As soon as we get on the highway, everyone has to go to the bathroom. Es ist zum Verrücktwerden. Sobald wir auf die Autobahn kommen, muss alle Welt aufs Klo. Sobald. As soon as. It is to become crazy. As soon as we get on the highway, everyone has to go to the bathroom. Es ist zum Verrücktwerden. Sobald wir auf die Autobahn kommen, muss alle Welt aufs Klo. Sobald. As soon as. It is to become crazy. As soon as we get on the highway, everyone has to go to the bathroom. Es ist zum Verrücktwerden. Sobald wir auf die Autobahn kommen, muss alle Welt aufs Klo.
daran. On it, of it. Can't you think of it once at home? Könnt ihr nicht ein einziges Mal zu Hause daran denken? Daran. On it, of it. Can't you think of it once at home? Könnt ihr nicht ein einziges Mal zu Hause daran denken? Gedrückt. Pressed, crossed. I've been keeping my fingers crossed for you all morning. Ich habe dir den ganzen Morgen die Daumen gedrückt. Gedrückt. Pressed, crossed. I've been keeping my fingers crossed for you all morning. Ich habe dir den ganzen Morgen die Daumen gedrückt. Gedrückt. Pressed, crossed. I've been keeping my fingers crossed for you all morning. Ich habe dir den ganzen Morgen die Daumen gedrückt. Die Stimme. The voice. D, whose voice is still easy to recognize because it sounds a little smoky. D, deren Stimme noch heute leicht zu erkennen ist, weil sie ein wenig rauchig klingt. Langweilen. To be bored. Among them was a single woman who seemed bored. Unter ihnen war eine einzige Frau, die sich zu langweilen schien. Die Schauspielerin. The actress. Who is the blonde actress? Wer ist die blonde Schauspielerin?
Das Wunder. The Miracle. Sometimes miracles can still happen. Manchmal können noch Wunder geschehen. Gleichgültig. Indifferent. B. Whom no injustice left indifferent. B. Den keine Ungerechtigkeit gleichgültig ließ. Der Daumen. The finger. Keep your fingers crossed that it goes on like this. Drück die Daumen, dass es so weitergeht. Die Leberwurst. The liver sausage. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Der Krimi. The Crime Thriller. I don't. This is the most exciting thriller I've seen in a long time. Ich gar nicht. Das ist der spannendste Krimi, den ich seit langem gesehen habe. Der Gang. The Hall. Every time you woke me up, there were brawls going on. Jedes Mal, wenn du mich geweckt hast, waren irgendwelche Schlägereien im Gang. Nötig. Necessary. Is that really necessary? I've been driving an average of 150 since we've been on the highway.
Ist das wirklich nötig? Seit wir auf der Autobahn sind, fahre ich im Schnitt 150. Baskenmütze. The beret. A. Who often wore a beret even though he was German? A. Der oft eine Baskenmütze trug, obwohl er Deutscher war? Rauchig. Smoky. D. Whose voice is still easy to recognize because it sounds a little smoky. D. Deren Stimme noch heute leicht zu erkennen ist, weil sie ein wenig rauchig klingt. Obwohl. Even though. A. Who often wore a beret even though he was German? A. Der oft eine Baskenmütze trug, obwohl er Deutscher war? Dessen. Whose. D. Whose war stories made thousands pacifists? D. Dessen Kriegserzählungen Tausende zu Pazifisten machten. Sobald. As soon as. It is to become crazy. As soon as we get on the highway, everyone has to go to the bathroom. Es ist zum Verrücktwerden. Sobald wir auf die Autobahn kommen, muss alle Welt aufs Klo. Spannend. Exciting. What film do you want to see? Any thriller that's exciting. Welchen Film willst du sehen? Irgendeinen Krimi, der spannend ist. Erinnern. To remember.
He couldn't remember the room or the person sleeping next to him. Er konnte sich weder an das Zimmer noch an die Person, die neben ihm schlief, erinnern. Der Schriftsteller. The writer. Who is the writer? Wer ist der Schriftsteller? Der Selbstmord. The suicide. Until the last minute, I wondered if it was really suicide. Bis zur letzten Minute habe ich mich gefragt, ob es wirklich Selbstmord war. Der Mord. The murder. Everyone wondered whether it was murder or suicide. Alle haben sich gefragt, ob es Mord oder Selbstmord war. Verrückt werden. Getting crazy. It is to become crazy. As soon as we get on the highway, everyone has to go to the bathroom. Es ist zum Verrücktwerden. Sobald wir auf die Autobahn kommen, muss alle Welt aufs Klo. Deren. Whose. D, whose voice is still easy to recognize because it sounds a little smoky. D, deren Stimme noch heute leicht zu erkennen ist, weil sie ein wenig rauchig klingt. Irgendwelche. Any. Every time you woke me up, there were brawls going on. Jedes Mal, wenn du mich geweckt hast, waren irgendwelche Schlägereien im Gang. Scheinen. Seem to be. Among them was a single woman who seemed bored.
Unter ihnen war eine einzige Frau, die sich zu langweilen schien. Die Raststätte. The rest stop. You, Carl, I know it's not the moment, but can you please stop at the next rest area? Du Karl, ich weiß, es ist nicht der Moment, aber kannst du bitte an der nächsten Raststätte kurz anhalten? Raten. To guess. You can guess three times. Dreimal dürfen Sie raten. Gefüllt. Filled. Not even when I tell you that I'm going to Henkel's in the old mill end. That they have homemade potato dumplings filled with liver sausage today? Auch nicht, wenn ich dir sage, dass ich zu Henkels in die alte Mühle gehe und dass es bei denen heute hausgemachte Kartoffelknödel gefüllt mit Leberwurst gibt? Daran. On it, of it. Can't you think of it once at home? Könnt ihr nicht ein einziges Mal zu Hause daran denken? Träumen. To dream. He thought he was dreaming, but when he saw the swan feather coat she was wearing, he was certain. Er glaubte zu träumen, aber als er den Schwanenfedermantel sah, den sie trug, war er sicher. Der Stau. The traffic jam. If there is no traffic jam, we will be on the beach in 5 hours. Wenn kein Stau kommt, sind wir in 5 Stunden am Strand. Der Schnitt. The average.
Is that really necessary? I've been driving an average of 150 since we've been on the highway. Ist das wirklich nötig? Seit wir auf der Autobahn sind, fahre ich im Schnitt 150. Die Ungerechtigkeit. The injustice. B. Whom no injustice left indifferent. B. Den keine Ungerechtigkeit gleichgültig ließ. Erkennen. To recognize. D. Whose voice is still easy to recognize because it sounds a little smoky. D. Deren Stimme noch heute leicht zu erkennen ist, weil sie ein wenig rauchig klingt. Der Strand. The beach. If there is no traffic jam, we will be on the beach in 5 hours. Wenn kein Stau kommt, sind wir in 5 Stunden am Strand. Der Fall. The case. It wasn't me anyway. Ich war es auf alle Fälle nicht. Die Bewerbung. The application. Your letter of application. Ihre Bewerbung. Die Bewerbung. The application. Your letter of application. Ihre Bewerbung. Das Unternehmen. The company. We are pleased that you are interested in working in our company. Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Mitarbeit in unserem Unternehmen interessieren. Das Unternehmen.
The company. We are pleased that you are interested in working in our company. Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Mitarbeit in unserem Unternehmen interessieren. Jedoch. However. Unfortunately, the position you have applied for has already been filled. Leider ist jedoch die Stelle, für die Sie sich beworben haben, inzwischen schon besetzt. Jedoch. However. Unfortunately, the position you have applied for has already been filled. Leider ist jedoch die Stelle, für die Sie sich beworben haben, inzwischen schon besetzt. Die Stelle. The position. Unfortunately, the position you have applied for has already been filled. Leider ist jedoch die Stelle, für die Sie sich beworben haben, inzwischen schon besetzt. Die Stelle. The position. Unfortunately, the position you have applied for has already been filled. Leider ist jedoch die Stelle, für die Sie sich beworben haben, inzwischen schon besetzt. Na. Near. However, since we are looking for further employees for similar tasks in the near future. We would still like to get to know you. Da wir aber in naher Zukunft weitere Mitarbeiter für ähnliche Aufgaben suchen, möchten wir Sie trotzdem gern kennenlernen. Na. Near. However, since we are looking for further employees for similar tasks in the near future. We would still like to get to know you.
Da wir aber in naher Zukunft weitere Mitarbeiter für ähnliche Aufgaben suchen, möchten wir Sie trotzdem gern kennenlernen. Der Mitarbeiter. The employee. However, since we are looking for further employees for similar tasks in the near future. We would still like to get to know you. Da wir aber in naher Zukunft weitere Mitarbeiter für ähnliche Aufgaben suchen, möchten wir Sie trotzdem gern kennenlernen. Der Mitarbeiter. The employee. However, since we are looking for further employees for similar tasks in the near future. We would still like to get to know you. Da wir aber in naher Zukunft weitere Mitarbeiter für ähnliche Aufgaben suchen, möchten wir Sie trotzdem gern kennenlernen. Ähnlich. Similar. However, since we are looking for further employees for similar tasks in the near future. We would still like to get to know you. Da wir aber in naher Zukunft weitere Mitarbeiter für ähnliche Aufgaben suchen, möchten wir Sie trotzdem gern kennenlernen. Ähnlich. Similar. However, since we are looking for further employees for similar tasks in the near future. We would still like to get to know you. Da wir aber in naher Zukunft weitere Mitarbeiter für ähnliche Aufgaben suchen, möchten wir Sie trotzdem gern kennenlernen. Der Leiter. The Head. Dr. Schulz, the head of the IT department, has reserved this appointment for you. Herr Dr. Schulz, der Leiter der Abteilung Informatik,
hat diesen Termin für Sie reserviert. Der Leiter. The head. Dr. Schulz, the head of the IT department, has reserved this appointment for you. Herr Dr. Schulz, der Leiter der Abteilung Informatik, hat diesen Termin für Sie reserviert. Die Abteilung. The department. Dr. Schulz, the head of the IT department, has reserved this appointment for you. Herr Dr. Schulz, der Leiter der Abteilung Informatik, hat diesen Termin für Sie reserviert. Die Abteilung. The department. Dr. Schulz, the head of the IT department, has reserved this appointment for you. Herr Dr. Schulz, der Leiter der Abteilung Informatik, hat diesen Termin für Sie reserviert. Vorziehen. To prefer. Please briefly inform us whether this appointment suits you or if you prefer another one. Bitte informieren Sie uns kurz, ob Ihnen dieser Termin passt oder ob Sie einen anderen vorziehen. Vorziehen. To prefer. Please briefly inform us whether this appointment suits you or if you prefer another one. Bitte informieren Sie uns kurz, ob Ihnen dieser Termin passt oder ob Sie einen anderen vorziehen.